Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel, in diesem Fall mal Special für die kommende Woche. Das ist alles intuitiv heute entstanden aus einigen Nachrichten, die heute zu mir kamen. Also es ist kein klassisches Engel-Orakel der Woche. Ich werde da auch so ein bisschen drauf verzichten. Hat verschiedene Gründe, muss ich euch erstmal erläutern. Und zwar habe ich seit zweieinhalb Wochen relativ starke Schmerzen im Schulterbereich, am Rücken, in der rechten Schulter gibt es ein paar Probleme. Nicht extrem schlimm, aber so konstant, dass es etwas nervt und auch etwas unschön ist. Und es ist etwas, was ich noch nie hatte. Also ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe keine bestimmte Bewegung gemacht, die das hervorrufen hätte. Es ist eine gewisse Verspannung da. Ich kann mir aber nicht erklären, woher das kommt. Das jetzt mal so am Rande, weil das habe ich natürlich erstmal so mit mir ausgemacht und auch mal nicht gewusst, was das jetzt ist. Und ja, dazu kommt, dass ich heute Morgen nochmal wichtige Informationen bekommen habe. Ein Teil davon habe ich ja schon auch veröffentlicht auf meiner Facebook-Seite für die, die über YouTube zuschauen und das über Facebook nicht mitbekommen. Ich werde den Link nochmal unten reinstellen zu meiner Facebook-Seite, wo diese Info steht. Und zwar geht es nochmal darum, auf etwas, worauf ich eigentlich jetzt gewartet habe, auf Informationen zu der zweiten Aufstiegswelle, die ja erwartet wird um den 20. März in Equinox herum. Und da wurde jetzt nochmal angekündigt, ja, das wird jetzt so kommen, da kommt jetzt diese Welle und das wird auf jeden Fall nochmal eine Aufstiegswelle werden. Und man kann sich ja denken, dass in der Vorbereitung auf so ein heftiges Event natürlich auch Vorbereitungen im Energiekörper und im physischen Körper wieder passieren. Auch Integrationsprozesse von den Energien jetzt aus der Weihnachtszeit, vom September und so weiter. Und ich habe das auch deutlich gespürt, dass das irgendwie so eine Vorbereitungszeit jetzt ist auf diese Welle. Weil ich denke, dass in der zweiten Aufstiegswelle ganz viel bei mir persönlich passieren wird und ich das natürlich auch, soweit es mir möglich ist, es zu artikulieren und in Worte zu fassen und begreifbar für andere zu machen, auch für mich selbst natürlich erstmal, ich das auch natürlich mitteilen werde. Und deshalb habe ich dieses Channeling von Erzengel Michael, wo darauf Bezug genommen wird, nochmal bei Facebook reingestellt, was jetzt am 10. Februar kam und das nochmal Hinweise gibt, was dann etwa kommt. Natürlich alles noch sehr schwammig, aber auf jeden Fall kommt da was. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch noch mal ein paar Fragen gestellt an mein höheres Selbst und habe eben gesehen, dass mein höheres Selbst mir sagt, meine Merkaba ist fast fertiggestellt, das sind noch letzte Arbeiten jetzt dran. Und es kann eben sein, dass beim Bau der Merkaba in meinem Lichtkörper es noch Resonanzpunkte gibt mit meinem Körper, wo noch Dinge eben Probleme darstellen, wie vielleicht jetzt im Schulterbereich. Das war zumindest erstmal mein Denken. Ja, und ich will gar nicht so viel drum herum reden, weil ich glaube, wir können eigentlich gleich in die Karten gehen. Ich habe dann, nachdem ich das Channeling halt gesehen hatte und verarbeitet hatte, habe ich spontan die Karten gelegt und habe die heilige Geometrie-Karten befragt und gefragt, was passiert hier jetzt gerade? Wo bereiten wir uns jetzt drauf vor? Also ich meine, worauf wir uns vorbereiten, ist klar, diesen Aufstieg, aber was ist jetzt im Moment das Thema? Und ich glaube, das ist nochmal eine etwas wichtigere, übergeordnete Information als so ein Wochenorakel, wo wir sehr gucken, was passiert in unserem äußeren Leben. Ich glaube, in den nächsten Wochen geht es sehr darum, auch immer mal wieder in sich reinzuhorchen, bei sich und dem eigenen Körper und Körper geschehen zu sein und zu gucken, wo befinde ich mich, wo gehe ich hin, weil ich merke, mich nimmt das gerade total ein. Also ich merke auch, dass ich Schwierigkeiten habe, meinen normalen Ablauf so zu machen. Da will vielleicht auch was ausbrechen, ein bisschen einfach intuitiver noch sein, nicht zu rigide, immer das Gleiche, immer so und so und so, sondern heute eben deshalb auch mal ein anderes Art von Reading. Einfach die in den blauen Dunst quasi hineingestellte Frage, was ist denn da jetzt eigentlich gerade im Prozess in uns allen oder in ganz vielen von uns? Denn diese zweite Aufstiegswelle betrifft 2,3 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Also das ist ja keine Kleinigkeit, ne? Und ja, und ich habe einfach die Karten kommen lassen. Ich nehme immer die Karten, die rausspringen und die sind dann eben in der Abfolge einfach nacheinander hier gelegt. Und für mich ergaben sich da so vier Themen-Ebenen, um es mal so zu nennen. Und wir fangen natürlich mit der oberen Ebene wieder an, oben links. Und die erste Karte, die hier kommt, ist die Karte Zolk'in. Und der Zolk'in ist ja, bezieht sich, soweit ich das weiß, da bin ich jetzt wirklich nicht fit bei den Maya-Kalender, ist in Bezug für mich zum Maya-Kalender. Ja, und das ist für mich ein ganz klarer Hinweis, weil die Karten erstmal ja auch mit mir kommunizieren. Es geht darum, das, was im Jahr 2012 offiziell begonnen hat, diese Neuausrichtung des Universums, des Planeten, der Energien,
die Schwingungserhöhungen, die natürlich auch vorher schon stattgefunden haben, aber seit 2012 sehr massiv, die Aufarbeitungen, durch die wir alle gegangen sind, die intensiven Prozesse, das Reinigen des Energiekörpers, das Auflösen von Karma und so weiter und so fort, hat alles mit dem Maya-Kalender seinen Anfang gehabt. Ich habe vor 2012 überhaupt keine Ahnung von diesem Teil gehabt, habe das auch erst alles in 2012 erfahren. Für mich war das ganz klar das Jahr, wo für mich ganz viel Spirituelles begonnen hat. Ja, also das heißt, das, was jetzt in diesem Jahr 2016, von dessen die Quersumme ja 9 ist und 9 steht für Vollendung, was in 2012 also angefangen hat, wird jetzt in die Vollendung kommen im Laufe dieses Jahres oder bis Ende dieses Jahres. Also ganz spannend. Nächste Karte, altbekannte für mich mittlerweile, Karte ist die Kabbala-Karte, der Baum des Lebens. In den letzten Wochen habe ich mich immer mal wieder ein bisschen damit beschäftigt, weil, wie gesagt, meine Erkenntnis ist zur Kabbala, das, was hier so schematisch dargestellt ist, sind Beschreibprozesse oder Umschreibprozesse, die in unserem Körper passieren, in uns selbst oder in uns, ja, wir sind ja nicht nur Körper, wir sind ja Seele, Geist, Körper, in dem gesamten Sein, was wir sind, aber schon in dem irdischen Sein, ja, bezogen auf das irdische Sein. Denn was ist eigentlich die Kabbala? Ja, ist das irgendwas, was zum Judentum gehört? Nein, die Kabbala ist genauso wie die Reinkarnationslehre und auch die Engel, nicht etwas, was wie Reinkarnation zu den Indern gehört oder was wie Engel zu den Katholiken gehört oder zur Bibel, etwas, ja, was mit dem Aufstieg zu tun hat. Und es ist nämlich so, dass als Adam und Eva aus dem Paradies gegangen sind oder gegangen worden sind, weil sie ja vom Apfel den Apfel vom Baum der Erkenntnis verzehrt haben, was ja nicht erlaubt war, weil es eigentlich die Abkehr von Gott bedeutet oder dass, ja, sie wollten damit eigentlich die Erfahrung der Dualität machen. Und damit begann der Abstieg der Menschen in die Dualität, in die dritte Dimension. Sie waren vorher mindestens in der fünften Dimension im Paradies auf Erden und dann hat sich alles verändert, weil sie eben diese Erkenntnis haben wollte, wie es ist, getrennt zu sein von Gott. Und dann mussten sie aus dem Paradies gehen, aus 5D raus. Und beim Abstieg aus 5D haben die Erzengel ihnen von Gott die Kabbala übergeben und die Kabbala-Lehre, sage ich jetzt mal, beinhaltet die Beschreibung einmal des Abstiegs der Menschen, aber genauso auch, wie kann der Mensch wieder aufsteigen, zurück zu Gott. Die Krone hier ist der Sitz des Göttlichen und das Mahut hier unten, das Königreich hier beschrieben, ist der Sitz von Mutter Erde, des göttlich-weiblichen in der Erde, aber in der Materie, ja. Und wo wir auch sind, wo wir verankert sind, ganz klar und auch gerne. Aber es geht darum, wie komme ich jetzt wieder in diese göttliche Verbindung und in die Verbindung von beiden, ja, von beiden Extremen, Mutter Erde und Himmel. Und das finden wir hier in der Mitte. Und das werde ich gleich nochmal erläutern. Das ist alles ganz spannend. Und vor allen Dingen für mich ist es persönlich ganz spannend. Ich erzähle das nicht nur so, sondern weil ich diese Dinge in mir spüre, wie sie passieren. Und wie kann das sein, dass ich sowas in mir spüre? Das hat hier mit dem menschlichen Körper zu tun. Das ist ja ein ziemlich berühmtes Bild hier von Da Vinci, wie er ja eigentlich die Maße des Menschen hier gezeichnet hat. Und es gibt eben Darstellungen von der Kabbala, wo dieses menschliche Wesen, dieser Adam Kadmon, diese Blaupause des perfekten Menschen, des göttlichen, ja, die göttliche Blaupause des Menschen, des ersten Menschen, verschmolzen ist hiermit. Und ich will das eben mal euch zeigen, wie das aussehen kann. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, weil das natürlich ein Ausdruck ist. Und ja, was einige von euch, die vielleicht meine Readings verfolgt haben und auch meine Aufstiegsspecials gesehen haben, wisst ihr vielleicht, dass ich im Dezember, Entschuldigung, in meinem Aufstiegsspecial 3 den Adam Kadmon, diese göttliche Blaupause, gespürt habe. Also im Prinzip das Christus selbst, das höhere Selbst, habe Abschweigen spüren und sich im Bereich der Krone aufhalten. Also das habe ich gemerkt. Und dieses Keter hier oben, diese oberste Sephirot heißt das im Singular, diese Blase dort. Das Thema steht für das Göttliche, die Verbindung zum Göttlichen, zu Gott. Bina ist das weiblich-göttliche und Chokma ist das männlich-göttliche, was es eben gilt, in die Balance zu bringen. Daraufhin war ja mein Thema auch sehr stark dann Anfang Januar, das Thema Balancieren von männlich-weiblichen Energien, also beziehungsweise ein Resultat, was dann hergestellt werden konnte. Entschuldigung, ich habe einen leichten Frosch im Hals.
Und ja, und das war hier auf Höhe der oberhalb der Ohren, ja, drittes Augebereich. Und das ist für mein Empfinden relativ problemlos gelaufen. Ich hatte dann auch zwischen den Gehirnhälften so einen Energieaustausch, wie wenn rechts und links auch in den Gehirnhälften beeinflusst wird. Dann habe ich die DNA gesehen, wie sie hochgeht. Also das sind alles so Dinge, die passiert sind. Und im Moment habe ich ja dieses Schulterproblem. Ja. Ich habe vor allen Dingen Probleme mit der rechten Schulter. Die linke ist noch okay. Und ich habe ganz, ganz ausgeprägt, auch körperlich, genau hier sind so Muskeln, die zu den Schultern auch ziehen, der Brustmuskel. Die sind bei mir schmerzhaft verhärtet, verkrampft und ich weiß nicht, was da genau passiert, aber ich kann das sehr gut in Zusammenhang bringen hier mit Gebura und Shizit. Und Gebura als der weibliche, also die weiblichen, hier die ja, von der Person aus gesehen rechten oder hier linken Sephira stehen für die weibliche Seite in uns und die auf der anderen Seite für die männlichen. Deshalb habe ich das mit rosa und blau markiert. Das ist der einzige Grund. Und die Gebura steht für das Thema Liebe und Gnade, während Chesed als Gegensatz, als polarer Gegensatz dazu für Gerechtigkeit und Urteil steht. Ja, also es geht darum, verurteile ich andere, findet Gerechtigkeit statt oder lasse ich Gnade walten. Ja, und das ist natürlich in der Verbindung und die Verbindung mündet dann in diesen Grünen hier in der Mitte, der dem Herzchakra zugeordnet ist und das ist Tiferet. Tiferet ist assoziiert mit dem Herzchakra. Und da geht es eben daran, das in sich zu balancieren, aufzulösen. Und für mich hat das ganz viel eben hier mit dem Thema Karma-Freiheit zu tun. Also wenn wir es hinbekommen, rechts und links Gebura und Chesed thematisch in uns auszubalancieren, dann können wir in diesen tieferen Zustand kommen. Und das ist der Zustand des Christusbewusstseins in uns, in unserem Herzen, die Verankerung auch. Und mein höheres Selbst, mein Adam Kadmon, hat mir ja gezeigt, als er hier oben sich noch befand, ich habe ihn ja gefragt, was hast du jetzt vor? Und dann hat er gesagt, er will in mein Herzchakra kommen. Das heißt, diese Bewegung hier runter bis in mein Herzchakra ist jetzt sehr wichtig. Ein wichtiger Weg in meinem Aufstiegsprozess. Und ich erzähle das so, weil das für alle so sein wird. Ja, das ist jetzt nichts, was nur mir so geht, weil wir haben ja hier dieses globale Schema von Gott erhalten quasi. Und darum geht es. Also die Karma Befreiung ist jetzt sehr wichtig und in der Tat hatte ich jetzt auch einen sehr schmerzhaften, da eher seelisch schmerzhaften Karma-Prozess nochmal, ein karmisches Thema, was ich nochmal auflösen musste vor ein paar Tagen. Das ist auch ganz gut gelaufen, aber es war sehr schmerzhaft und das ist nochmal so ein durchaus, war fast, würde ich sagen, das schmerzhafteste Karma-Auflösung, die ich hatte bisher. Also schmerzhaft ist sie nicht, wenn es sich auflöst, sondern schmerzhaft ist es, wenn es dir zum Bewusstsein kommt, dass es karmisch ist und du vielleicht auch die Situation siehst, dann weißt du, okay, das ist heftig, ja, und das hatte sehr viel mit meinem Herzen und mit dem Herzthema zu tun und mit Liebe, dass Liebe fließen kann, statt eben ein verschlossenes Herz zu haben und so weiter. Also das war sehr, sehr wichtig und das wollte ich eben kurz nur hier einflechten, dass also das sehr, sehr stimmig ist, dass was gerade passiert ist, ist, dass wir uns weiter alle bewegen auf dem, ja, auf dem Pfad der Kabbala. Ja, und jeder mag woanders auf dem Planeten woanders sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass etliche Menschen, auch diejenigen, die hier zugucken, gerade die sich hier oben befinden, in dem Teil sich gerade mit Auseinandersetzung, entweder mit dem Balancieren männlich-weiblich noch stark oder mit dem Ausbalancieren von Karma oder beziehungsweise Auflösen von Karma, ins Herz gehen, im Herz verankern, das ist jetzt so eine Zeit, wo wir das tun. Und was da jetzt kommt an Energien, wird durch unsere Antekarana nach unten gehen, ja, denn das sind ja die Energien, die hier von oben kommen und die Antekarana hier, auch die Sephirot, sind auch assoziiert ja mit den Chakren, das heißt, das wird hier eben vom Göttlichen runter in die Erdung gehen, das ist das Ziel und der Weg ist durch die Antekarana, das ist der Weg zwischen den Chakren durch die vor der Wirbelsäule entlang. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir das erden, dass wir diese Energien erden, dass wir das verankern. Also ist wichtig, auch wieder in den nächsten Wochen, dass ihr viel draußen seid, dass ihr euch erdet, frische Luft schnappt, spazieren geht, mit Tieren spielt, was auch immer, die Hände in die Erde packt, Blumen umtopft, was auch immer euch erdet. Denn, wie komme ich drauf? Weil dieses Labyrinth ist ja das Labyrinth der Maria Magdalena. So ist es zumindest bekannt, aber es bedeutet auch, es ist auch eine Verbindung zum göttlich-weiblichen in Mutter Erde und viele Orte, Kraftorte auf der Erde haben diese Spiralenergie, die eben ja, die Energie von Mutter Erde freisetzt, die Liebe auch von Mutter Erde. Und da geht es ums Erden. Also das ist jetzt wichtig, dass wir das in unseren irdischen Körper bekommen und hier wieder der Hinweis,
dass viel innere Ruhe nötig sein wird, um das zu integrieren beim Erden, diese Energien. Also wundert euch nicht, wenn ihr wieder Müdigkeitsattacken habt. Wundert euch nicht, wenn ich wahrscheinlich auch etwas lahmer sein werde in einem als zuvor, weil ich einfach weiß vom letzten Mal, wie mich das teilweise umgehauen hat und ich einfach meine weltlichen Pflichten nicht so nachkommen konnte wie bisher, weil einfach man ist müde, man muss 2-3 Stunden ins Bett und oder früh ins Bett oder was auch immer. Es ist wirklich schwierig und es geht auch nicht ums Funktionieren in der Zeit, sondern es geht darum, dass wir das verankern in uns. Und ich denke, dass das relativ heftig wird und auch heftiger noch als im letzten halben Jahr. Ja, und was ist das Ziel? Ganz klar, die Merkaba soll entstehen, denn die Merkaba ist ja verankert im Herzen. Ja, da hat sie ihre Verankerung. Von da aus erst kann sie entstehen. Das heißt, Bedingungen sind eben die Balancierung, Ausbalancierung von männlich und weiblich, die Karma-Auflösung und das Entstehen dieses Tiferet, Sephirot, die hier in der Mitte ist, ja, die entsteht aus den beiden, die wird gespeist aus denen, unter anderem aus denen, aber die sind sehr wichtig. Und damit das hier passieren kann, die Verankerung auch der Merkaba, passiert das eben. Also passt sehr gut zu der Info, die ich heute Morgen bekam, dass die Merkaba so an sich bereitsteht, aber noch ein paar letzte Dinge getan werden müssen. Und ich denke, das ist, dass der Energiefluss von den Schultern eben, von den Schultern sei schon jetzt körperlich gesehen, eben zum Herz fließen kann. Und das ist bei mir im Moment noch ein Problem, da muss ich mich jetzt einfach drum kümmern. Ja, was hat das ansonsten zu bedeuten oder was gehört dann noch dazu? Es wird eine Einladung geben. Das ist eine Einladung, die ihr erhaltet, die mit dem Sriyantra zu tun hat. Und das Sriyantra ist das Symbol der Vereinigung des göttlich-männlichen und göttlich-weiblichen. Wir haben wieder also das Thema auf höchster Ebene, in höchster Schwingung, die universelle Vereinigung des göttlichen und göttlich-männlichen und weiblichen über das Herzchakra, weil das Herzchakra bildet diesen Torus, diesen Herzmagneten, der all das zu sich zieht, was man möchte, der auch so ein bisschen Motor für die Merkaba ist. Da gibt es ja einen Film, Thrive heißt der, der da auch sich sehr stark mit dem Torus beschäftigt, den ich im Übrigen auch erstmal nochmal komplett anschauen muss. Das fällt mir nur hierzu ein. Es sieht ja aus wie so ein Donut, ja. Und das ist eine Energie, die eben zirkuliert und eine Magnetfunktion hat. Und auch das kann erst gehen, wenn das Herzchakra eben in der Form aktiviert ist, frei ist, verankert ist. Ja, dann können wir auch diese göttliche Vereinigungserfahrung anziehen. Und dann kommt nämlich das erweiterte Sriyantra. Das heißt, da gibt es einfach eine höhere Stufe der Vereinigung von männlich und weiblich. Und da habe ich natürlich gefragt, hat das irgendwas mit der Zwillingsflamme zu tun? Dann gucken wir mal, ob da gleich was kommt. Die Engel sagen auf jeden Fall, es hat mit der Frucht des Lebens zu tun und mit dem Kreis, mit der Vollendung, der Einheit auch. Ja, und ich hatte ja vor einigen Wochen das Thema noch Anfang Januar, dass der Same des Lebens entstanden ist, aus dem dann irgendwann am Baum des Lebens dann die Frucht des Lebens entsteht. Das ist alles der Prozess. Und wenn dazu noch der Kreis kommt, die Vollendung, die Einheit, die Ganzheit, dann haben wir eigentlich das, das habe ich jetzt nur zur, das, die Karte ist nicht gekommen, aber ich wollte euch das nur darstellen, wie das dann aussieht. Wenn ihr hier seht, wie die Frucht des Lebens aussieht, dann entsteht daraus eben die Merkaba, ja, aus diesen männlichen und weiblichen Dreiecken. Das ist das, wo es hingeht. Die ist aber noch nicht da, wie ihr seht, denn diese Karte kam ja nicht. Jetzt wollte ich nur zeigen, wie das aussehen kann im Ziel. Und die Einheit ist wichtig und die Einheit kommt über die heilige Vereinigung der Zwillingsflammen, der Seelengefährten, die in einer sehr hochschwingenden Phase sind. Und ja, wunderbar. Also ich glaube, hier muss ich nicht viel hinzufügen. Also wir sehen, wie wichtig das alles ist, was jetzt passiert. Und ich wollte euch wirklich, mir war es extrem wichtig, euch so ein übergeordnetes Bild zu geben, weil wir können viel im Klein-Klein hängen im Alltag. Wichtig ist, dass ihr nicht vergesst, was gerade auf einer ganz, ganz hohen Ebene passiert, was gerade auch vom Photonenring des Universums zu uns kommt an Gamma-Energie, was auf dem Weg sicher schon ist, aber natürlich noch nicht so eine hohe Kraft erreicht hat. Das wird zum 20. März immer mehr zunehmen. Und nur, dass ihr das wisst und bitte seid da gut zu eurem Körper, habt da Rücksicht, dass euer Körper jetzt vielleicht andere Dinge braucht als sonst, dass ihr nicht so belastbar seid, dass ihr mehr Ruhe braucht, mehr Schlaf, besseres Essen, besseres Wasser, Liebe, Pflege, Reinigung, was auch immer euch gut tut. Und ja, aber ich glaube, das sind wunderbare Vorbereitungen, die wir hier bekommen. Und ich werde natürlich schauen, sofern es mir möglich ist, trotz meines auch manchmal nicht so guten Befindens, auch reinzuhorchen, was ich für Informationen bekomme. Ist natürlich dann auch schwieriger,
Und werde das natürlich gerne hier weitergeben und auch bei Facebook. Das heißt, diejenigen, die bei YouTube sind, sollten immer mal wieder in den Facebook-Kanal auch mal reinschauen. Der ist offiziell aufrufbar, auch wenn man nicht bei Facebook registriert ist. Der ist öffentlich einsehbar. Insofern wird es da auch mal hier und da schriftliche Mitteilungen geben. Ja, und da hoffe ich, dass das euch allen weiterhilft. Schick euch von Herzen Licht und Liebe für die kommende Woche. Bin ein bisschen selig, dass wir in so einen schönen Aufstieg jetzt gehen, und sage bis dahin.